It's a kid who took a detour, quit school, started rapping, made detour, and that's. Bayramınız mübarek olsun canlar. Evet. Bizim hiç nice mutlu, tatlı bayramlara huzurlu, inşallah. Bayramlar diliyoruz. Rabbim yeniden bayrama kavuşmayı nasip etsin. Yeniden Ramazan ayına kavuşmayı nasip etsin. İnşallah. Bütün ibadetleriniz kabul olsun. Yeter eğer pislikler varsa barışın. İnşallah. Evet. Auf Germany. In Germany. Deutschland gut. Hat jetzt Mama für Marisa Bayram Geschenk geholt. Abo! Ana kız ne aldı? Heveslendik az gel bakayım. Kaçtı benden kaçtı. Ne aldı sence? Valla ben bile merak ettim arkadaşlar. Evet, üçün biri. Üçün biri. Bunu yapmadım bak. Ben iyi bunu yapmadım. Bilmiyorum tövbe tövbe Ramazan ayı. Evet arkadaşlar, wir sind jetzt bei meiner Familie und mein Geschenk für uns oder was? Für dich nicht, wenn du das nicht machst. Annenin hediye var. Vallahi az gelmem. Az dur videosunu çekeceğim. Dur. Bir dakika. Evet, annemden Marize'ye hediyeler. Bakalım neymiş o? Bakayım şimdi, merak ettim. Abo! Bakayım kız ne o? Bakayım göremedim. Anne bana yüzük almış. Ben bayram çocuğuyum. Çok teşekkür ederim anne. Ay inşallah olur. Tam oldu. Hani benim hediyem? Oğlum ben sen de böyle. Ne tatlı yakıştı bana. Ne? Hediye olarak beni mi doğurdun? Diğerimsin. Hediyemi anandan beklersin. Sen ana anlatan artık her gün. Öp yine de. Şu aynen. Analarımızın ellerini öpelim. Öp bakayım. Öyle bedavadan öpmek yok. Ver bakayım şimdi. Ne gibi oldu? Ne zaman anne baba ölürse yok. Bir daha söyle bakayım. Yok. Eşek gibi olduk. So Leute, wir haben jetzt gefrühstückt und warten jetzt gerade auf unseren Nachtisch. Also ich hatte quasi über Instagram bei SA Bäckerei etwas bestellt und genau, jetzt warten wir, bis sie die Sachen bringt. Es wäre von Esslingen hierher, also schon ein Stück. Und ja, ich freue mich richtig. Es kommt Cheesecake, Sticks und Donuts. Hört's Donuts oder Donuts? Okay, du. So Leute, wir sind jetzt auf jeden Fall hier und wir haben uns mit der lieben Dilek getroffen und sie ist auch bei Burto, habe ich gerade so erfahren. Ja, gleich mal Sympathiepunkte gesammelt. Evet, und ich zeige euch jetzt mal, was die für uns gemacht hat. Sieht mega lecker. Das hat sie für uns vorbereitet. Bayram Spezial, Eid Mubarak, und das sieht richtig, richtig lecker aus. Und dann zeige ich euch jetzt. Ja, die Donuts zeigen wir euch später. Auf jeden Fall sieht Bombe aus. Ich zeige nochmal hier so die Baklava. Dilekciğim, Bombe aus, eline sağlık. Danke euch. So Leute, wir haben jetzt ein paar rausgesucht, die wir jetzt auf den Teller gelegt haben. Das andere, also den Rest haben wir in den Keller gestellt, damit es noch kalt bleibt. Und jetzt machen wir Taste-Test. Udo wird anfangen, danach ich und danach du, Emich. Soll ich anfangen? Nein. Soll ich anfangen? Ja, fangen wir an. Okay. Fangen. So. Juck. Nice Taste-Test. Ich weiß nicht. Sag mal. Das ist ja Bueno Krempfindung. Echt? Hey, Wallah, ich hab Jackpot. Der schmeckt so geil. Afiyet olsun. Kaptaze. Dann bunu yiyeceğim. O da bunu yiyeceğim. Mit Baklavaki. Leute, also unser Bayramtag. Evet, sporumuzu yapalım. Abartmayalım arkadaşlar. Wir sind hier. Sağ ol. Wie diese Frauen in der Türkei, Leute. Dieses Gerät. Wallah, das ist so. Das ist richtig türkisch Lifestyle. Geh, warte, komm ich mal vor. Ja, mach mal vor. Gesagt ich je. Yap. Ben yanına geliyorum, dur. Leute, es ist so langweilig heute. Oha, kommt die ganze Zeit dieses Geräusch jetzt. Ben de başlayayım bari. Also Leute, ja, unser erster Bayramtag geht heute so vonstatten, weil, aua, ich fahr gleich hin.
ja. Irgendwie kommt kein Besuch und irgendwie gehen wir auch nirgendwo hin. Und deswegen ist es wirklich etwas langweilig daheim. Gott sei Dank ist heute das Wetter schön, sonst wüssten wir überhaupt nicht, was wir machen sollen. Jetzt machen wir halt ein bisschen Sport. So Leute, wir sind schon wieder zu Hause. Ich denke gerade, Emrah war schon im Gym. Ich habe schon geschlafen, 2 Stunden. Ich hätte bloß nicht schlafen sollen. Es war so eklig. Kennt ihr das, wenn ihr einschlaft und danach euch noch ekliger fühlt als davor? Das ist bei mir passiert. Ja, auf jeden Fall ist der erste Beidamtag für uns heute vorbei. Morgen ist Dienstag und der zweite Beidamtag. Und Emrah wird den ganzen Tag morgen arbeiten müssen. Also heute musste er nicht so extrem lange arbeiten, aber morgen muss er wirklich von morgens bis abends durchschaffen, gell, Schatz? Ja. Deshalb mal gucken, was morgen so geht. Aber ich nehme euch auf jeden Fall morgen auch noch mit. Und dann mal schauen, gell, Schatz? Es ist ein neuer Tag. Es ist der dritte Tag von Beidam. Gestern habe ich nicht gevloggt, aber jetzt vlogge ich wieder. Und meine 2 Mädels kommen gerade schon. Wir gehen heute zusammen frühstücken. Wir freuen uns schon da mega. Guck mal. Snille, snille, billige Sie. Ai. Ach, hat sie. Ach, ach, ach. Ach, Melbosch. Das sind Influencer, Leute. Einfach die ganze Zeit am Handy. So Leute, wir haben schon gegessen. Ich habe vergessen aufzunehmen. Aber wir haben ja einmal Tee, Börek, Butter. Ja, war richtig lecker. Aber bitte, bitte, Kisla, jedig, nachfurde. Aber war richtig lecker. Yes. So, wir sind jetzt auf jeden Fall bei Melva angekommen. Hatte jetzt hier drüben. Wir müssen gerade noch unsere Storys machen. Storys bearbeiten und Melva ist kurz hoch zu ihrer Nachbarin. Beide haben das mal. Und wir so ganz leise. Wir chillen jetzt. Ja, Leute, wir chillen jetzt erstmal. Wir sind echt kaputt. Wir sind so viel gelaufen, dass unsere Füße wehtun. Wir werden jetzt noch Fondue machen heute Abend, gell? Ah, Chiköfte haben wir auch jetzt gekauft. Einen. Bundere Jelim. Und danach machen wir Fondue und dann chillen. Yes. Und dann geht's auch heim. Okay. Hatte die bleibt hier. Denn ihre Männer haben Spätschicht, Nachtschicht. Und die chillen zusammen noch heute Nacht, ja. Yeah. Mädelsparty machen wir. So Leute, ich bin wieder zu Hause und hiermit beende ich auch den Beidam-Vlog. Also die letzten 3 Tage waren wirklich schön. Den ersten Tag haben wir mit der Familie verbracht und danach eigentlich nur noch mit Freunden. Und Emrah musste sowieso arbeiten. Deswegen, wir sehen uns beim nächsten Vlog wieder. Jetzt kommt Muttertag und meine Schwiegermama hat auch Geburtstag bald. Und ja, wir nehmen euch mit. Es kommen nämlich auch unsere Tische, unser Esstisch und unser Wohnzimmertisch. Und ich zeige euch auch so ein bisschen Home-Inspo. Ich hoffe auf jeden Fall, dass der Vlog euch gefallen hat. Wenn ja, vergesst auf jeden Fall nicht, das Video zu liken, uns zu abonnieren und einen Kommentar dazulassen. Wir haben euch lieb. Passt auf euch auf und bis bald.